Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, dass egal, ob ihr euch was vorgenommen habt oder nicht, es ein Jahr wird, das sich einfach dadurch auszeichnet, dass wir dem Herrn ein Stück näher kommen. Also das ist zumindest das, was ich mir persönlich wünsche. Dass es ein Jahr wird, wo vielleicht meine eigenen Gedanken weniger werden, vielleicht sogar manchmal meine eigenen Vorsätze weniger werden, und mehr von dem sich verwirklicht in mir, was Gott sich denkt. Das ist vielleicht die Aufgabe, die wir alle miteinander haben. Wir starten heute ein neues Buch. Wir haben ja über Jahre hinweg das Lukas-Evangelium betrachtet. Heute geht es mit der Apostelgeschichte weiter. Das heißt, derselbe Autor, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte gehören zusammen, sind wie Band 1 und Band 2 einer großen Geschichte, wo Lukas versucht, seinem Bekannten, Freund, wir wissen nicht genau, wer es ist, Theophilus. Auf Deutsch heißt Theophilus übrigens Gottlieb. Also ja, wenn ihr mal es übersetzen wollt, Gottlieb. Also sein Freund Gottlieb. Dem möchte er was schreiben und möchte ihm einen Einstieg geben über, wörtlich heißt Apostelgeschichte, die Taten der Apostel. Er wird einen Zeitraum überdecken, ungefähr von 30 nach Christus bis dann Anfang der 60er. Diesen Zeitraum Kirchengeschichte stellt das Buch Apostelgeschichte dar. Und wir leben in einer Zeit, das ist vielleicht ein moderner Trend, aber es ist ein Trend, wo man sich wenig Gedanken macht über die Vergangenheit. Ich habe sogar den Eindruck, dass man manchmal denkt, die Vergangenheit kann einem, weil wir so unglaublich modern sind, eigentlich gar nichts mehr sagen. Und ich denke, das ist falsch. Das ist definitiv falsch, wenn man sich so mit Gemeinde und mit Kirchengeschichte beschäftigt. Ich glaube, es ist unglaublich wertvoll, Apostelgeschichte als Buch zu kennen. Ich möchte euch da wirklich mit hineinnehmen in diesen Predigten, die vor uns liegen, und zeigen, dass wenn es um Gemeinde geht, um Gemeindeentwicklung geht, vielleicht auch um Gemeindeprobleme geht, dass sich da ein und dasselbe immer mal wieder durch die Jahrhunderte hinweg wiederholt. Ist auch irgendwie logisch, oder? Wir sind ja immer noch Menschen. Und irgendwie sind wir ziemlich ähnlich wie die Menschen damals. Wir haben dieselben Probleme, dieselben Neigungen, dieselben Schwierigkeiten. Und wir kommen aufeinander. Und wir leben immer noch Gemeinde mit demselben Gott. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert plötzlich einen neuen Auftrag bekommen hätten. Und von daher lohnt es sich wirklich, diese Anfänge sich anzuschauen. Ein Buch anzuschauen, wo es um eine Grundlage geht, wo wir sehen, wie ist Gemeinde entstanden? Was hat sich Gott am Anfang dabei gedacht? Und dass wir da ganz genau hinschauen, weil ich glaube, dass wenn wir Kontakt mit den Anfängen der Gemeinde aufnehmen, wenn wir sehen, was waren denn damals, was war so dieser ursprüngliche Auftrag, was war die ursprüngliche Motivation der Apostel, was waren ihre Beweggründe, was waren ihre Strategien, dann werden wir womöglich ganz viel davon lernen, wie auch wir in unserer Zeit Gemeinde bauen können. Mich fasziniert diese ersten 100-200 Jahre, wo Menschen ohne das Schwert, ohne die gewaltsame Errichtung eines Gottesstaates, das Römische Reich eigentlich in die Knie gezwungen haben. Und das unter Verfolgung. Lasst uns aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 1. Und wir lesen einfach mal die ersten beiden Verse. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Den ersten Bericht habe ich verfasst. Wie gesagt, hier spricht Lukas. Und der erste Bericht ist nichts anderes als das Lukas-Evangelium. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, Gottlieb, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Damit fängt das Ganze an. Leben, Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu liegen in diesem Moment, einfach nur geschichtlich, wenn wir uns irgendwo einordnen müssen, liegen hinter uns. Apostelgeschichte beschreibt, wie Gott das schafft, aus einer kleinen Gruppe
wie wir annehmen dürfen, durch die Kreuzigung völlig verängstigter Jünger. Ich habe mir jetzt zu Weihnachten eine uralte CD schenken lassen, wo ein Sänger diesen Moment beschreibt, wie die Jünger so nach der Kreuzigung sich verstecken und jeden Moment Angst haben, dass eine Gruppe Soldaten vor der Tür steht, die, nachdem man jetzt quasi den Meister kalt gemacht hat, auch noch die Anhänger gleich inhaftiert. Diese Gruppe, wo niemand mehr was erwartet hätte, diese Gruppe wird zur Speerspitze einer Bewegung, die nichts mehr aufhalten kann. Die Frage ist, wie schafft Gott das, so viel Zuversicht in so ein kleines Häuflein von verschreckten Christen zu bringen? Das ist die große Frage. Und ganz am Anfang schon, ganz am Anfang kriegen wir das mit. Es beginnt an Ostersonntag. Es beginnt damit, dass sie Jesus ganz neu begegnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich versuche euch ein bisschen mit hineinzunehmen. Du sitzt da Ostersonntag beieinander und plötzlich steht tatsächlich Jesus vor dir. Kannst du das nachvollziehen? Da steht plötzlich einer vor dir. Und es ist nicht nur das, sondern ich möchte euch zeigen, mit welchen Kennzeichen, mit welchen Mitteln Gott das macht, dass seine Leute am Ende von einem Zeitraum, der ungefähr so gut sechs Wochen dauert, bereit sind, für ihren Herrn in den Tod zu gehen. Wo alle Ängstlichkeit, alles verschreckt sein, gewichen ist einer unglaublichen Zuversicht, einem unglaublichen Mut. Und wir lesen Vers 3. Diesen hatte er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen, da haben wir das, in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Die Frage ist, was sind das für Kennzeichen, die Gott benutzt hat, um die Herzen der Apostel so unglaublich für seine Sache zu prägen? Das Erste, worauf ich hinweisen möchte, sind die Erscheinungen. Jesus hat sich immer mal wieder über einen Zeitraum von 40 Tagen gezeigt. Mir ging es als junger Christ immer so, ich habe diesen Vers ganz lange überlesen, der war mir gar nicht so richtig klar. Aber überlegt mal, was das bedeutet. Es ist kein einzelnes Ereignis. Es ist nicht nur das, was man da liest, Jesus kommt mal, ja, und dann hat man vielleicht im Ohr, er kommt noch mal später, weil der Thomas war nicht dabei, der darf auch noch mal mit, ja, sondern er kommt und er ist wieder weg. Und dann kommt er wieder. Und dann ist er wieder weg. Und nach einer Weile ist er wieder da. Und dann ist er wieder weg. Weißt du, was passiert, wenn du genau das erlebst, dass einer immer wieder kommt, dann geht er wieder weg, dann kommt er wieder, dann wieder weg, dann ist er wieder da, dann ist er wieder weg. Und eben wie gesagt, nicht nur ein, zwei, drei Mal, sondern das passiert eine Woche lang. Und dann noch eine Woche. Noch eine Woche. Machen wir einen Monat voll, noch eine Woche. Und weil wir gerade gut dabei sind, machen wir das noch eine Woche. Und dann noch eine Woche. Versteht ihr was? Das, wo man sagen könnte, ach, diese Auferstehung, das ist doch nur so ein Psychophänomen. Sorry. Nein. Wenn das wirklich nur einmal gewesen wäre, dann hätte ich mir auch einreden lassen, da haben sich die Jünger was eingebildet. Aber wenn das immer und immer wieder an verschiedenen Orten, Paulus schreibt davon, einmal waren 500 Leute dabei. Es passiert einfach. Wisst ihr, was da passiert, wenn man das erlebt? Man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich daran, dass einer, der tot war, lebt. Und wenn Jesus auftaucht, dann nicht einfach nur so. Er ist nicht so ein Gespenst in so einem schottischen Schloss, das mit den Ketten ein bisschen rasselt und dann ist er wieder weg. Sondern wenn Jesus kommt, dann hat er einen richtigen Körper. Ich würde euch das gern... Da steht einer, so wie heute Morgen jemand am Eingang steht, und du kannst den in den Arm nehmen. Und das ist nicht so ein bisschen Luft, ja, so wie so ein Hologramm, sondern
Du nimmst ihn in den Arm und du hast was anzufassen. Kein Teil von Jesus ist mehr tot. Er ist ganz und gar lebendig. Er ist durch und durch ein lebendiges, menschliches Wesen. Er hat nicht einfach nur irgendwie den Tod überlebt, sondern er hat ihn überwunden. Bitte versteht das. Er hat ihn nicht nur überlebt, sondern er hat ihn überwunden. Und der Körper, der vor seinem Tod schon ein, wir würden sagen, ein integraler Bestandteil seiner menschlichen Persönlichkeit war. Du bist Mensch nur, wenn du Körper, Seele und Geist bist. Da gehört der Körper mit dazu. Den hat er nicht im Grab zurückgelassen. Und er modert da irgendwo vor sich hin. Und die Maden haben Spaß dran. Sondern den hat er mitgenommen. Der ist auferweckt worden. Der ist verherrlicht worden. Und mit diesem Körper, den man anfassen kann, steht er vor ihnen. Diesen Prozess beschreibt Paulus in 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 42 bis 44 so. Und ich möchte euch das gern vorlesen. Da heißt es über die Auferstehung. Es wird gesät. Und ihr müsst euch vorstellen, unser Körper ist wie so ein Saatkorn, was, wenn man ihn begräbt, man legt ihn in die Erde. Das ist ein Bild. Ein Bild, was zwei Dinge deutlich macht. Wir müssen tatsächlich das Alte aufgeben, um etwas Neues zu empfangen. Aber das Alte und das Neue ist miteinander verbunden. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Wenn du dir jetzt mal kurz an den Hinterkopf fasst, ja, dann spürst du deinen natürlichen Leib. Das ist dein, und der wird gesät und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und das heißt nicht ein Gespenst, sondern ein geistlicher Leib. Etwas, was man anfassen kann, was zur Sphäre des Geistes gehört, was tauglich ist für den Himmel. Das wird auferweckt. So, diese Erscheinungen Jesu, das war die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Jesus seine Jünger tatsächlich einlädt, ihn zu untersuchen, ihn anzufassen. Hat euch das mit Thomas vorhin kurz schon angedeutet. Da heißt es dann spricht er zu Thomas, reich mir deinen Finger. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Der steht da vorne, gib mir mal deine Hand. Komm, leg sie hier rein. Kannst du das spüren? Hier an der Stelle. Kannst du das spüren? Da ist der Speer reingegangen. Weißt du noch? Da ist er reingegangen. Und hier, schau, leg rein, da ist immer noch eine Vertiefung. Da, wo die Nägel durchgetrieben worden sind. Das ist immer noch da. Ich bin's wirklich. Das ist mein Körper. Das, was man mit diesem Körper gemacht hat, als ich lebendig war, das nehme ich mit. Das nehme ich in diesen verherrlichten Körper mit rein. Und in Lukas Kapitel 24, wir haben das schon miteinander besprochen, ich will es euch nur noch mal vorlesen. Da sagt er, Lukas 24, Vers 38, was seid ihr bestürzt? Das ist die Szene, wo die Jünger erschreckt sind, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Zwei waren gerade zurückgekommen und haben erzählt, wir haben den Herrn gesehen. Ja, können ja viel erzählen. Also, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, fass mich an. Dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Fass mich bitte an. Jesus identifiziert sich in diesem ganzen Geschehen mit dem Jesus, den sie kannten. Und das ist eine für uns zutiefst wichtige Lektion, die wir wirklich begreifen müssen. Mensch sein. Ja, es stimmt, dass der menschliche Geist und die menschliche Seele, dass sie den Tod überlebt. Aber der Tod löscht uns als Persönlichkeit nicht aus. Und der Tod löscht auch unseren Körper nicht aus. Wir werden nach dem Tod
wenn wir auferstanden sind, wir werden wieder ganz wir selber sein. Du wirst einen anderen Körper haben, ja. Du wirst einen Körper haben, der geistlich ist, der wie der Körper von Jesus, ich würde sagen, rekonstruiert wurde. Da wirst du merken, das ist wirklich mein Körper. Und du wirst dich in deinem Körper auch wiederfinden und wirst sagen, ey, toll. Und dann, er wird nicht nur rekonstruiert, sondern er wird verherrlicht. Und das ist genau das, was Lukas meint, wenn er hier in Apostelgeschichte 1, Vers 3 sagt, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden lebendig dargestellt. Das ist wichtig, weil Jesus ist nicht die eine exotische Ausnahme. Bei ihm hat das halt funktioniert und mit uns hat das eigentlich nichts zu tun. Sondern die Bibel sagt, sein Auferstehungsleib ist wie ein Modell. Die Bibel nennt den Herrn Jesus eine Erstlingsfrucht. Den Begriff werdet ihr öfter mal lesen. Erstlingsfrucht bedeutet so viel. Du hast ein Feld, da wächst was und du freust dich, dass das da wächst. Und wenn das so fast fertig gewachsen ist, so kurz vor der Ernte, da gehst du hin und schneidest dir so irgendwas ab und das ist deine Erstlingsfrucht. Und diese Erstlingsfrucht, die spendet man Gott. Da geht man zu Gott und sagt, danke Gott für die Ernte, die ich da schon sehen kann. Und als ein Beleg für die Ernte, die kommt, hier, das spende ich dir. Das ist so das Erste von dem, was wächst. Und Jesus ist nichts anderes als eine Erstlingsfrucht. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Aber doch nicht, damit wir sagen, boah, bei Jesus hat das funktioniert. Super. Sondern damit wir einen Schritt weitergehen und sagen, jeder, der an ihn glaubt, der wird genau diese Erfahrung machen. Jeder Gläubige wird einmal mit einem neuen und verherrlichten Körper, der passend ist für den Himmel, auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel wohnen, wo es kein Leid mehr gibt, keine Tränen mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt, keine Gewalt mehr gibt, wo einfach wir nur noch Gott begegnen und uns freuen und wirklich in dieser Situation sagen, boah, ist das nicht herrlich? Das ist das, wofür Jesus und wofür die Auferstehung Jesu steht. Sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn anfassen und sie haben erlebt, wie Jesus mit dieser Welt, mit dieser ganz normalen, anfassbaren Welt wieder damit handelte. In der Apostelgeschichte ein bisschen später dann, Petrus sitzt in dem Haus eines römischen Hauptmanns, der ganz viel Interesse am Evangelium hat. Und dann sagt er ihm Folgendes. Er sagt, Apostelgeschichte 10, Vers 40 und 41, diesen Jesus hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Aha. Und jetzt weiter. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Seht ihr das? Man kann mit ihm essen und trinken, man kann mit ihm reden, man kann ihn erleben. Und ja, ich bin mir schon drüber im Klaren, dass wenn man Jesus in der Zeit begegnet ist, und man sagt, er hat ja einen richtigen Körper, ja, dass es da Unterschiede gibt zu heute. Ja, Jesus kann tatsächlich, ohne dass er durch die Tür muss, einfach da stehen und ohne dass er die Tür braucht, wieder weg sein. Das geht. Und trotzdem, obwohl er diese besondere Gabe hat, obwohl sein Körper nicht mehr an, so wie unserer, an einen Ort gebunden zu sein scheint, obwohl das so ist, gehört er doch in einen richtigen Körper rein, der mit dieser Welt, in der wir leben, richtig interagieren kann. Ganz wichtig. So, und jetzt stellt euch vor, du erlebst das am Ostersonntag. So. Und dann, du denkst dir nichts, erlebst du das wieder. Und natürlich, wenn du das an Ostersonntag erlebt hast und du fasst ihn an und du gibst ihm ein Stück Brot und einen Fisch und der isst das vor dir auf, ja, das ist eine coole Sache. Aber natürlich gehst du schlafen und denkst dir, habe ich das nur geträumt? Also jeder normale Mensch würde denken, das ist völlig absurd. So, und jetzt kommt das vielleicht, und das steht nicht in der Bibel, aber ich muss mir diese 40 Tage, in denen Jesus erscheint, ja vorstellen. Jetzt hast du, was weiß ich, wie die Emmaus-Jünger, eine Begegnung mit Jesus am Dienstagmorgen. Denkst du aber, ja, doch, das ist schon merkwürdig. Und vielleicht am Donnerstagabend nochmal. Und immer ist er kurz da, unterhält sich mit dir. Und dann bist du am Sonntag drauf, die Sache mit Thomas. Und das passiert, er kommt und geht.
Weißt du, wie es dir nach 6 Wochen, man sagt, dass man eine Gewohnheit, die man sich antrainieren möchte, dafür braucht man 6 Wochen. Man muss 6 Wochen durchhalten, dann kriegt man das auf die Reihe. Also für alle, die sagen, ich möchte im neuen Jahr mehr Sport machen, 6 Wochen müsst ihr durchhalten. Dann habt ihr eine Chance, es zu schaffen. Und genau diese Zeit, sogar einen Tick mehr, Jesus kommt, Jesus geht, ja, er wird zuerst da, man unterhält sich mit ihm und er geht wieder. Ey, nach 6 Wochen, sorry, hat der Letzte geschnallt. Das war keine Halluzination, das habe ich mir nicht eingebildet, das ist kein Traum. Das ist besser als ein Traum, das ist Realität. Und deswegen, wenn der Engel in Apostelgeschichte 1, Vers 11, das ist dann bei der Himmelfahrt, wenn der Engel zu den Jüngern sagt, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Versteht ihr? Vor ihren Augen, Himmelfahrt, steigt er in den Himmel auf und der Engel sagt, ey, der kommt wieder. Ja, was haben die gedacht? Na klar, ist die letzten 40 Tage immer wieder gekommen. Ist ja gar keine Sache. Logisch kommt der wieder. Was soll man sonst machen? Haben wir doch erlebt. Wir wissen jetzt nicht wann. Das stimmt. Aber wir wussten ja schon, dass er in den Himmel auffahren muss. Erinnert ihr euch an das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden? Wir haben das gemeinsam in Lukas 19 studiert. Ein Vers, Lukas 19, Vers 12. Da beschreibt Jesus, was nach der Auferstehung passieren wird. Und er beschreibt das mit den Worten eines Gleichnisses und sagt, er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Das ist nichts Neues. Er ist die ganze Zeit gekommen und wieder gegangen. Und wenn er in den Himmel auffährt, ist völlig klar, hat er doch gesagt, er muss in ein fernes Land, sprich in den Himmel ziehen, um dort ein Reich zu empfangen. Und wenn er das hat und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann kommt er auch wieder. Was soll denn sonst passieren? Und wenn ihr euch fragt, warum sind die Apostel so sicher im Blick auf Jesus? Naja, sie hatten ihn lang genug erlebt. Du kannst ihnen nicht mehr ausreden, Jesus lebt nicht. Ja, wie denn? Geh doch zu einem Petrus und sag, du, das mit dem Grab, da musst du verstehen, das ist so eine Verschwörungs- und Leichnamsdiebstahl-Theorie oder was weiß ich. Sagte, spinnst du? Hab ihn gesehen, hab ihn angefasst, hab mit ihm gefrühstückt. Und nicht nur das, sondern er hat mir erklärt, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Denn die Jünger selber, die wussten natürlich, dass das Reich Gottes kommt. Gott regiert. Und als sie in Jerusalem einziehen, in der letzten Woche, da denken sie, jetzt bricht das große messianische Reich an. Jetzt geht's richtig los. Jetzt wird der Messias, Jesus von Nazareth, jetzt wird er hier sein Friedensreich aufrichten. Halleluja! Naja, 5 Tage später ist der Messias tot, ist ihr Messias gekreuzigt. Und bei den 2 Emmaus-Jüngern wird klar, das nagt so schwer an ihnen, dass sie fast vom Glauben abfallen. Und jetzt kommt Jesus natürlich und sagt, ihr könnt mich anfassen, logisch. Aber viel wichtiger ist, dass ich euch erkläre, was das mit dem Reich Gottes auf sich hat. Und er redet mit ihnen darüber. Und er stellt Stück für Stück ihren Glauben wieder her. Und das ist nicht einfach nur so ein seelsorgerlicher Ansatz im Sinne von, ja, wenn du nur an Gott glaubst, dann kann dein Glaube dir helfen, jede Katastrophe zu überwinden. Ja, das stimmt. Aber Jesus macht mehr. Jesus macht auch mehr als nur, ich lasse euch mal die Botschaft zukommen, ich bin auferstanden. Das hatten die Frauen gemacht, das hat auch nicht gereicht. Was Jesus macht ist, er lässt sich von ihnen treffen. Er redet mit ihnen. Sie müssen aus seinem Mund hören, wie die Dinge zusammenpassen. Dass das alles kein Versehen war. Dass Jesus genau wusste, ich muss erst leiden und dann werde ich dadurch in meine Herrlichkeit eingehen. Sie haben sich 6 Wochen lang daran gewöhnt, mit Jesus zu reden. Ihm jede Frage zu stellen. Wir werden später sehen, da stehen sie vor dem Hohen Rat. Und die Herren sind alle völlig fassungslos, weil sie sagen, wo haben die das her? Ja, die reden genau wie dieser Jesus. Ja, das ist ja furchtbar. Vorher hat uns einer Schwierigkeiten gemacht. Jetzt haben wir da ein ganzes Dutzend, die uns Schwierigkeiten machen. Das nimmt ja kein Ende. Und die Antwort, wo haben die das denn her, liegt in diesen 40 Tagen. Es sind 40 Tage Intensivbibelschule, wo Gott dir erklärt, was er mit dieser Welt vorhat. Was dein Plan dabei, deine Berufung dabei ist. Und wie das alles zusammengehört. Und mit diesem Wissen starten die Jünger durch. Und dann am Ende dieser 40 Tage
kommt Jesus noch auf ein zweites Thema zu sprechen. Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Reich Gottes, verstehen, wie Gott diese Welt im Griff hat, wie Gott vorhat, diese Welt zu erlösen, was meine Berufung dabei ist. Und dann der zweite große Punkt, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir sind noch nicht bei Pfingsten, kommen dahin, aber heute nicht. Hier zeichnet sich schon ab, dass Gott etwas ganz Außergewöhnliches, noch nie Dagewesenes plant. Er wird tatsächlich im Bild gesprochen in das ferne Land ziehen, aber hier auf der Erde lässt er seinen Leib, den Leib Christi, die Gemeinde zurück. Und diese Gemeinde wird den Auftrag Christi erfüllen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig das Pfingstereignis für Jesus ist. Er sagt hier, bitte wartet auf die Verheißung des Vaters. Eine Verheißung, anderes Wort dafür wäre Versprechen. Eine Verheißung, die er selber ihnen nochmal erklärt hat. Ihr könnt das nachlesen im Johannesevangelium. Abendmahl, letztes Abendmahl, da sitzen sie in so einem Obersaal zusammen. Und Jesus redet immer wieder in dem Gespräch, Jesus redet immer wieder mit ihnen über den Heiligen Geist. Er sagt ihnen sogar in Johannes Kapitel 16, Vers 7, dass es wichtig ist, wegzugehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, also wenn es keine Himmelfahrt gibt, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Sie sollen warten auf das Kommen des Heiligen Geistes. Frage, was bedeutet das Kommen? Der Heilige Geist ist doch da. Der Heilige Geist wirkt doch in dieser Welt. Der Heilige Geist wirkt im Alten Testament in diesen ganzen großen Heiligen und diese Krieger und Richter. Da war immer Heiliger Geist drin. Was bedeutet es jetzt, dass an Pfingsten der Heilige Geist auf eine Weise kommt, dass Jesus sagt, bitte pass auf, ihr bleibt jetzt mal hier. Ihr geht jetzt mal nicht weg, auch wenn ihr das komisch findet. Und es sind noch ein paar Tage, es sind ja noch ungefähr 10 Tage hin, vielleicht 12, keine Ahnung. Jetzt bleibt ihr mal noch 2 Wochen hier. Und es wird mal nicht darüber nachgedacht, ja, aber meine Firma da im Norden, ja, was wird da mit meinem Fischereibetrieb und sonst, sondern du bleibst jetzt mal hier. Du musst hier warten. Ich möchte, dass du erlebst, dass der Geist Gottes kommt und auf eine ganz besondere Weise ausgegossen wird auf alle Gläubigen. Und jetzt merkt ihr schon, wo der Unterschied ist. Im Alten Testament waren es einzelne Gläubige, jetzt plötzlich alle Gläubige. Du bist gläubig und du bekommst den Heiligen Geist. Im Alten Testament kannst du gläubig sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Im Alten Testament, wenn du ihn hattest, dann war das die Ausnahme. Es war eine besondere Salbung. Es war oft ein Geist der Weisheit und der Kraft. Du hast einen bestimmten Job gekriegt und dazu den Heiligen Geist, damit du den Job erfüllen kannst. Deswegen betet David, wo er diese furchtbare Sünde mit Bathseba tut und dann später auch Buße darüber tut. Er betet, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Heiligen Geist nimm nicht von mir. Und du liest das so und denkst dir, hä, kann man denn den Heiligen Geist wieder verlieren? Damals schon. Nicht jeder hatte damals den Heiligen Geist. Bei einem Saul ist das so, da heißt es plötzlich, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Da hat Saul es wirklich verpatzt. Und Gott sagt, jetzt hole ich mir meinen Geist zurück. Den brauchst du nicht mehr. Wenn du nicht mit mir leben willst, brauchst du nicht mehr meinen Geist. Und jetzt kommt Pfingsten und plötzlich wird der Geist nicht mehr auf auserwählte, besondere Menschen, sondern auf alle Menschen ausgegossen. Und mit einem Mal entsteht eine Gemeinschaft von Gläubigen, die dadurch miteinander verbunden ist, dass jeder Einzelne den Heiligen Geist hat. Das ist das ganz besonders Neue.
Da heißt es in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 und Vers 13. Denn wie der Leib einer ist, okay, jeder hat nur einen Körper. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, ja, du hast einen Zeigefinger und einen Mittelfinger, du hast ein Ohr, wir haben viele Glieder, wir bestehen aus vielen verschiedenen Bestandteilen. Alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, egal wie unterschiedlich deine Bestandteile sind, egal ob das ein großer Zeh ist oder eine Nasenspitze, sie gehören zum selben Körper. Und dieses Bild wird übertragen auf die Gemeinde. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Jesus ist so. Wenn wir gläubig sind, gehören wir zum Leib Christi. Wir sind Teil vom Christus. Begründung, Vers 13, denn in einem oder mit einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Versteht ihr das? Wir sind hineingenommen worden. Wir gehören zu einer Gemeinschaft. Und deswegen ist Gottesdienst so schön, weil wir das, tagsüber ist das immer so schwierig. Du fährst im Auto und denkst, wo ist denn die Gemeinde? Ja, dann bist du vielleicht in der Firma und denkst, naja, habe jetzt hier auch nicht so viele Gläubige. Und dann kommst du am Sonntag hierher und stellst mit einem Mal fest, boah, ich bin nicht allein. Ist das schön. Ich bin Teil einer Gemeinschaft. Gott hat mich hineingetauft. Und dieses Taufen heißt immer hineinstuken. Ja, in etwas hinein, ja, wo ich merke, ich bin umhüllt. Und wenn du da in der Mitte sitzt, bist du umhüllt von Leuten. Ich bin hineingetauft. Jeder Einzelne ist, sagt die Bibel, ein Geist mit Gott und gleichzeitig ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in mir. Und weil er in mir wohnt und in dir und in dir und in dir, bin nicht nur ich Tempel des Heiligen Geistes, sondern wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt tatsächlich in mir und in uns. Und das gehört zusammen. Und das ist das Neue von Pfingsten. Und dann kann Jesus sagen, sich auf Johannes den Täufer nochmal beziehen und kann sagen, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Wenn ihr euch zurückerinnert, Johannes der Täufer war ein absolutes Phänomen. Jesus sagt über ihn, es gibt keinen Größeren, der von Frauen geboren wurde. Also wenn du in die Weltgeschichte wissen möchtest, wer ist von den Menschen die Nummer eins, dann denk nicht an Mutter Teresa, an Genghis Khan oder an Alexander den Großen, ja, oder ich weiß nicht, Kleopatra oder wer auch immer dir einfällt. Denk bitte an Johannes den Täufer. Er ist die Nummer eins. Und trotzdem gibt es einen Riesenunterschied. Diese menschliche Nummer eins, die kann auf Jesus als das Lamm hinweisen. Aber mehr nicht. Jesus selber ist das Lamm. Er ist der, der unsere Sünden trägt. Johannes der Täufer kann Vergebung predigen, kann sagen, tu Buße. Aber Jesus ist derjenige, der Vergebung gewährt. Johannes der Täufer kann dich ins Wasser stuken, kann dir die Frage stellen, meinst du das ernst mit Gott? Ja, dann hier runter mit dir und rauf. Aber diese permanente, dauerhafte Vereinigung mit Gott, wo ich ein Geist bin mit Gott, das kann er nicht bewirken, weil er nicht in der Lage ist zu tun, was Jesus tun kann. Er kann nicht in den Himmel hinauffahren, er kann von dort nicht den Heiligen Geist senden und er kann nicht Gemeinde schaffen. Wo will ich heute hin? Ich will, dass ihr versteht, mit Pfingsten beginnt eine ganz neue Epoche der Geschichte. Und wenn du gläubig bist, dann bist du ein Teil davon. Meine Angst, wenn ich so einen Text lese, und vielleicht erschreckt ihr jetzt, wenn ihr denkt, der will Apostelgeschichte predigen und hat in seiner ersten Predigt immerhin 5 Verse geschafft. Meine Angst ist, dass wir diese radikale Zäsur, die hier beschrieben wird, dass wir sie ein Stück weit verpassen. Ich glaube, die meisten Christen würden so Sachen wie, wenn ich frage, ist Jesus auferstanden? Na klar, Jesus ist auferstanden. Haben Christen den? Ja, ich habe den Heiligen Geist. Das ist nicht schwer zu sagen. Was ich mir frage ist, stimmt das? Also ich meine mit stimmt das? Ist Jesus auferstanden? Ja, irgendwie schon.
Hast du den Heiligen Geist? Ja, wahrscheinlich schon. Ich merke, dass hier Dinge vorgestellt werden, die sind einfach, das ist wie so ein Lotterielos, wo alle Zahlen stimmen und du den Jackpot geknackt hast. Und ich mag, also, hört ihr Radio? Ja, beim Radio gibt es immer diese Sendung, wo man dann anrufen muss und dann der so und so viel der Anrufer, der das Richtige sagt, gewinnt was, irgendwie ein Ticket für irgendein Konzert oder einen kleinen Beitrag zur nächsten Reise oder sonst irgendwas. Und wenn die da dran sind und er dann ihnen sagt, du hast das gewonnen, ist euch mal aufgefallen, was die dann immer tun? Ja, 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 toll, super. Und ich denke mir manchmal, ja, also, ist ja schön, ja, also. Das hier ist der Jackpot. Wenn ich dich frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Ey, da müsste bei uns richtig was abgehen. Da müssten wir sagen, ja. Und nicht nur ja, sondern mein Herr lebt. Halleluja, mein Herr lebt. Der Tod ist besiegt. Und weißt du was? Ich gehöre dazu. Das Beste kommt noch. Pack mich in die Grube. Ich bleib da nicht. Haha. Ich bleib da nicht. Ich komme da raus. Du siehst mich wieder, ob du mich magst oder nicht. Ha. Cool, ne? Und du wirst mich wiedererkennen, weil ich habe einen Körper. Wahnsinn, ich habe den Jackpot geknackt. Ist das nicht klasse? Und übrigens, der Geist Gottes lebt in mir. Ja, in mir ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe, ein Geist der Nähe, ein Geist der Leitung lebt in mir. Ich bin Tempel des Heiligen Geistes, bin Teil einer größeren Gemeinschaft, die den größten Auftrag hat, den es auf diesem, nicht auf diesem Planeten, in diesem Universum geht. Wir erlösen nämlich das gesamte Universum. Wir kommen nicht einfach nur in den Himmel, wir haben was viel Größeres vor. Ja? Am Ende steht ein neuer Himmel und eine neue Erde und wir werden sagen, haben wir gut gemacht. Und das ist okay, wenn du es dann sagst. Ja? Dass du einfach sagst, hey, super. Ja? Wir haben uns mit hineinnehmen lassen. Und versteht ihr, wenn du das sagen kannst, wenn du sagen kannst, mein Herr lebt. Und das nicht nur so eine theologisch richtige Wahrheit ist, sondern von hier oben so richtig tief hier reingerutscht ist. Mein Herr lebt. Mann, egal was kommt, er lebt. Er ist auferstanden und er nimmt mich mit. Wenn das hier drin steckt und wenn du weißt, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, dann bist du unendlich glücklich. Egal was der Rest deines Lebens widerspiegelt. Und ich meine mit unendlich wirklich mal unendlich. Es gibt kein größeres Glück, als zu wissen, mein Herr lebt. Und sein Geist wohnt in mir. Wenn du das zutiefst sagen kannst, wenn du darüber staunen kannst, wenn dich das in deinem Innersten begeistert und morgens schon dir ein Lächeln auf den Mund zaubert, lange bevor du den ersten Kaffee hast, dann sage ich dir, du bist am Ziel deines Lebens angekommen. Dann gehörst du zu einer neuen Realität, die mit Jesus ihren Anfang genommen hat und die der Tod nicht aufhalten kann. Und das allein, darum geht's. Und lasst uns 2014 diese Realität packen und ausleben. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht ist es ein bisschen das, was an anderer Stelle dann so ausgedrückt wird. Und ich lese euch die Jahreslosung einfach mal vor. Psalm 73 am Ende. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Amen.